Okay, Barbara, du siehst ganz Driftiness auf den Beinen. Wie ist es mit so einem Empfang hier im Verkehr in Drifter gewesen? Nein, überhaupt nicht. Niemals. Es waren damals schon wahnsinnig viele Leute. Es war super schön und super toll. Aber dass das nochmal zu toppen ist, ich habe es nicht gedacht. Es ist fantastisch. Ich bin total überwältigt. Ganz kurz, womit lässt sich das Gefühl, Olympiagold zu gewinnen, am besten vergleichen? Mit gar nichts. Mit absolut gar nichts. Das ist eine super und einmalig neue Erfahrung. Ich glaube nicht, dass man sich über einen Lottogewinner so freuen kann. Barbara, du bist gestern schon aus Rio zurückgekommen. Wer hat dich am Flughafen in Empfang genommen und wie war das Wiedersehen? Also die ersten, die ich gesehen habe und die ich eigentlich auch sehen wollte, das waren mein Mann und mein Bruder. Und also das war leider ein sehr kurzer Moment, weil dann natürlich alles andere auf uns eingeströmt ist. Aber auf die habe ich mich am meisten gefreut. Und es waren so viele Vereine da, die Schützenjugend und so weiter und so fort, sogar Spielmannszug. Es waren so viele Leute, es war fantastisch. Man hat gar nicht alle Leute gerecht werden können. Das ist so schade, weil sich wieder jeder wirklich die Arbeit gemacht hat und da hingefahren ist und da extra da gewesen ist. Und das ist mit nichts aufzuwiegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Barbara, du hast sie umhängen. Was macht man eigentlich mit einer Goldmedaille? Ja, die kommt jetzt noch an irgendwo in den Schrank rein, hoffe ich. Hoffentlich finden wir Platz, weil ich bin mir sicher. Okay, danke. Danke.